Und er versucht die zu grillen, aber ich sehe ihn gerade sowas von. Keine Chance. Alright, Leute, willkommen zu Star Wars Arena. Das haben sich einige Leute bei mir in den Kommentaren gewünscht und haben gesagt, das ist im Prinzip Clash Royale mit Star Wars. Und in letzter Zeit, wenn ihr mich fragt, gibt es verdammt viele Clash Royale Spiele, beziehungsweise ähnliche Spiele. Okay, Tipp auf den Sturmtrupper, um den Angriff anzugreifen. Beziehungsweise Sturmtruppler auf Deutsch. Deutsch. Okay, unser Obi-Wan macht das gerade. Nee, das ist Luke, ne? Ganz mächtige Fähigkeiten einsetzen, um damit das alles kaputt zu machen. Okay, das Kampfsystem ist aber alles andere als Clash Royale, Leute. Was erzählt ihr mir hier? Gut, weiter geht es. Und, okay, fein. Das sieht jetzt alles andere als Clash Royale aus, oder? Ich meine, man kann wahrscheinlich die Einheiten hochleveln mit Kartenlevels und so weiter, aber die Kämpfe sind alles andere als Clash Royale. Okay, hier können wir das Tutorial überspringen. Danke. Willkommen zu Force Arena. Da ist unser erstes Pack-Opening. Okay, hier ist ein Kartensatz zum Einstieg. Tipp auf dem Bildschirm. Wir kriegen eine nutzlose Einheit. Nice. Die zweite nutzlose Einheit. Nice. Die dritte nutzlose Einheit. Okay, ein X-Wing. Das ist schon mal nicht schlecht. Hört sich ganz nice an. Oh, Chewbacca. Nee, ist nur ein Wookiee-Krieger, aber selten. wer bist du denn? Ehrenwache der Rebellenallianz. Du bist niemand. Du bist gewöhnlich. Oh, eine epische, ein leichter Panzer. Was? Okay, ich dachte irgendwie so an R2-D2, Darth Vader. Das sind so epische Karten, oder? Oh, Luke Skywalker, legendär. Unsere erste Legendary. Okay, aber das Pack-Opening sieht auf jeden Fall fein aus. Wir haben Luke Skywalker. Ich kann mir jetzt schon einen Namen geben. Finde ich gut. Zack. Kannst du später nicht mehr ändern. Finde ich gut. Hallo, hier ein kurzes Tour durch Menü. Bin ich jetzt mal so in einen Simulationskampf reingesprungen? Okay, da ist Luke Skywalker. Da können wir was aufsammeln. Mann, hätten die mal ein Tutorial reingepackt, ne? Da wüsste ich wenigstens, was ich machen muss. Ah, verstehe. Wir haben unsere Minions, die wir hier setzen können. Die anscheinend auch automatisch irgendwo rauskommen. Wookiee-Krieger, Anführer besiegt. Und wir steuern unseren Anführer. Und die Lane ist in 3D. Da, guckt euch links die Lane an. Das ist genau das, was diese Clash Royale ist. Und wir steuern in 3D das Ding da. Okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen hyped. Ein bisschen bin ich hyped. Das sieht irgendwie schon nice aus. Wir haben da einen Anführer und wir müssen unseren eigenen Anführer steuern. Nicht vergessen. Und Anführer besiegt mich. Oh nein. Okay, aber da, die Lane. Wir haben schon einen Turm kaputt gemacht, auf jeden Fall. Und jetzt können wir unseren Helden wieder spielen. Und wir können dann Einheiten aussetzen. Das ist irgendwie, ehrlich gesagt, awesome. Das ist irgendwie awesome. Das ist Clash Royale in 3D mit Star Wars kombiniert. Und einfach irgendwie nice, oder? Ich finde das irgendwie echt nice gemacht. Und das ist ein Bomber, ist wie ein Feuerball wahrscheinlich, ne? Und da kommt jetzt irgend so ein Darth Penner. Erstmal den Darth Penner kaputt machen. Oh, ich bin hier richtig in seinem Gebiet und ich greife den total an. Oh, der Turm greift mich an. Okay, wir sterben. Nicht schlimm, da ist ein Wookiee. Wookiee geht gerade auf den hier, auf den Hauptturm drauf. Steht 2-1. Achso, ich habe 2 Kronen. Wieso habe ich 2 Kronen? Ach, wegen den Kills. Die Kills zählen dazu. Okay. Verstehe. Verstehe echt. Nein, ich bin ehrlich gesagt überrascht. Ich dachte, das wird wirklich eine Star Wars bzw. Clash Royale Kopie ohne wirklich großartige Sachen. Aber allein schon, dass es in 3D ist und man hier einen Helden steuern kann, finde ich das doch um einiges origineller. Um einiges origineller und vielleicht auch ein Stück weit interessanter. Könnte mich hypen. Und da, machen wir kaputt. Zack. Wo kommen? Ich verstehe nur nicht, wo die Einheiten manchmal rauskommen, wo nicht. Bäh. Okay, Anführer besiegt und die machen jetzt den Main Tower kaputt, während Luke tot ist. Katsching, erstes Match geschafft. Das war aber nur ein Simulationskampf. Und es gibt sogar einen 2 vs 2 Modus. Man kann mit 2 Leuten spielen, habe ich gerade vorhin im Menü gesehen. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich meine, Clash Royale hat das nicht und das Spiel hat es. Und das Spiel ist ja seit ein paar Tagen raus. Das Spiel ist erst ein paar Tage raus und das jetzt hat jetzt schon 2 gegen 2 Modus. Deine besondere Belohnung, dein neuer Kartensatz. Ah, ein schönes Pack. Nice, Force Arena. Okay, wenn es wirklich so geil ist, wie ich es mir gerade vorstelle, garantiert das Seltenheitsgrad eine Legendary, 2 seltene, 6 gewöhnliche. Wenn ich mir das gerade so geil vorstelle, wie ich es vermute, dann könnte das mir Animation Throwdown ersetzen. Ohne Scheiß. Wird vielleicht einige nicht gefallen, weiß ich. Wir kriegen Stormtrooper, noch einen Stormtrooper. Ihr seid alle langweilig. Gehörnter Teufel, Ecke, TIE Fighter, wenigstens was. Stormtrooper mit Raketenwerfer. Was ich jetzt an den Einheiten nicht so geil finde, ist, dass sie ziemlich gewöhnlich sind. Ich meine, der eine sieht aus wie ein Stormtrooper, der zweite sieht aus wie ein Stormtrooper und der dritte sieht aus wie ein Stormtrooper. Und hier haben wir einen Stormtrooper auf dem Wagen. Und die Legendary Director Orson Krennic, der ist auch auf dem Logo drauf im Pack. Schau dir deine neuen Karten an, okay. Da ist unser Deck,
Und da können wir unseren Deck wechseln. Lass deinen Anführer des Imperiums benutzen und den Kampf beginnen. Tippe jetzt auf Kampf. Ich will aber nicht. Ich muss aber, ne? Und wir müssen wieder in Trainingsmodus einspringen. Kollegas. Ich hasse Tutorials bei Handyspielen, ohne Scheiß. Nein, aber ich bin echt flashed von der Idee. Ich bin echt flashed von der Idee, dass es so ein 3D Clash Royale ist. Plus Star Wars und an sich irgendwie schon ganz nice gemacht ist. So, das HP aufsaugen war wahrscheinlich... Okay, da können wir unsere Truppen aussetzen. Und da kommt der Jedi. Und leichtes Fahrzeug können wir auch ausspielen. Und der Held kommt mit. Ist ein bisschen schneller als das Fahrzeug. Und Fahrzeug ist anvisiert. Und wir gehen einfach auf den Main Tower drauf. Oder? Ich würde mal sagen, das ist ein ganz guter Plan. Und da kommt noch ein Stormtrooper raus. Oh, da. Alter, Kollege. Kollege. Ich muss rein. Ich muss weg. Oh, er kann auch rennen. Ich wusste gar nicht, dass du rennen kannst. mein Geschütz wird angegriffen. Du weißt ja, da wo es glatt ist, nicht glatt ist, kannst du rennen. Okay, Stormtroop. Ich habe noch irgendwie nicht so den Plan, wohin die Einheiten laufen, wenn ich die aussetze. Kommt noch vielleicht. Oh, der ist... Nee, der ist tot. Okay, ich dachte, der ist weggelaufen. So, so können wir rennen. Finde ich gut. Okay, und hier können wir Einheiten aussetzen. Zack, wir machen einfach hier den Push. Und der kommt jetzt so links rüber. Ha, hackt. Oh, sein Jedi stirbt. Piu, 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 piu. Ich habe jetzt gerade ein bisschen mehr Laser abgeschossen und das ist down. Okay, seht ihr? Oh, ich muss raus. Oh, das Handy vibriert die ganze Zeit, wenn ich angegriffen werde. Das ist irgendwie komisch. Okay, sein... Ach, der hat ein Geschütz ausgesetzt. Das ist nicht mal seine Main-Einheit. Okay. Lauf weg. Lauf weg. Okay. Piu, 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 piu. Der stirbt wieder. Nice. Okay, das oben, da sind doch nicht die Kills. Irgendwie habe ich vorhin gedacht, das wären die Kills, aber es sind nicht die Kills. Der TIE Fighter hat das Ding auseinandergerupft. Ich habe den TIE Fighter ausgesetzt und hat das Ding auseinandergerupft. Okay, das Spielprinzip ist awesome. Ich finde, das Spielprinzip ist nice. Mit dem Helden, den man steuern kann, kommt dann echt eine schöne Würze rein, die Clash Royale nicht zu bieten hat. Auf jeden Fall eine eigene Idee. Aber die Parallelen erkennt man. Oh, wir können wieder ein neues Kartenpack aufmachen. Ich krieg hier ein Kartenpack nach dem anderen. Zwei Legendaries gleich. Ich krieg ein Kind, Alter. Ich krieg ein Rind. Ohne Scheiß. So, Ressourcenkarten. 100 Gold. Nutzloser Stormtrooper. Anderer nutzloser Stormtrooper. Und die Legendary. Der Großinquisitor. Holy shit, sieht so geil aus. Ich hoffe, die ist selten und nicht geschenkt. Und Prinzessin Layla. Dafür können wir eine Einführerkarte haben. Und wir können die wechseln. So, ich kann Layla austauschen. Nice. Okay, so bearbeiten wir unseren Deck. Und so können wir upgraden. Verstehe, verstehe. Tada! Upgrade. Level 2. Oh Mann, ich will nicht in den Kampf springen. Mann, come on, gib mir Zeit. Ich will irgendwas machen. Dein Training ist beendet. Danke. Obwohl ich das Tutorial am Anfang übersprungen habe. Ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Für die Voranmeldung dabei warst. Dankeschön, sehen wir 10.000 Credits. Oh, das Spiel spricht, wenn ihr jetzt noch anfangt, kriegt ihr auf jeden Fall was Neues. Wenn ich mich 7 Tage lang einlogge, kriege ich auch eine Menge Shit. Und hier kriegen wir auch noch was. 4.400 Kristalle. Nice, kann ich mir damit einen Legendary kaufen und da kriegen wir unseren Premium Booster. Was ist ein Premium Booster? Schalten den 1 gegen 1 Kampf frei. Wann schalte ich 2 gegen 2? Ah, im dritten Dings. Gilde kann ich wahrscheinlich auch noch nicht. Muss ich auch erstmal Level 3 werden. Okay. Kann sein, dass ich schon einen Clan habe, wenn das Video rauskommt. Mal gucken, wie... Sieht nicht so aus, als ob man... Und hier können wir noch einen Gratis-Satz kaufen. Katsching, 37 Gold, ein Kristall, nutzloser Trooper und die andere nutzlose Trooperin. Aber es gibt eine verdammte Menge an Karten. Guckt euch das an. Mein größter Kritikpunkt, den ich aktuell schon habe, ist es, dass diese Karten sich alle absolut ähnlich sehen. Ich meine, guckt euch das an. Der da sieht, dieser Scharfschütze sieht aus wie der da, nur dass der ein Schild trägt. Der da sieht aus wie die ganz anderen Sturmtrooper, die alle fast ähnlich aussehen. Das ist aktuell echt mein größter Kritikpunkt, dass die ganzen Einheiten hier keinen wirklichen Charakter haben. Klar, die Helden hier, Luke Skywalker, Layla, das sind so Charaktere, die kennt man. Das sind Charaktere, aber alle anderen sind so No-Names. Die spielst du aus und denkst dir so, fuck drauf, verreck. Ein Diamantenpack, 1900 kostet das. Alright, alright. Ein Goldsatz kostet nur 100. Und ich habe jetzt schon 1400 Kristalle, weil ich das Spiel so früh spiele. Kennt man, alles Game-App, Handel, kann man mit anderen Spielern spielen. Und ich würde mal sagen, wir springen noch zum Schluss einfach mal ein PvP-Match rein, oder? Okay, wir spielen gegen Error Symbol. ich bin auf jeden Fall positiv überrascht von dem Spiel, muss ich sagen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, ein bisschen weiter zu spielen, je nachdem, wie gut es ankommt, wie beliebt es ist. Ich denke mal, der Clash Royale-Faktor wird das Ding schon ein bisschen beliebt machen. Aber einerseits hat der 3D-Faktor hier aber auch einen großen Nachteil und das ist die Übersicht. Die Übersicht leidet und das ist gar nicht mal zu wenig. Und Wookie-Krieger auch noch. Okay, der geht einfach auf meinen Turm drauf. Tu das mal. Ja. Okay. Okay. Wir machen da mal TIE Fighter. So. Alle tot. Affe zu, Affe tot. So, Layla, lauf, lauf, lauf.
Wir müssen hier supporten. So, nice. Das Ding ist down. Wir spielen ein Fahrzeug aus. Okay, da kommt er. Da kommt er. Wir spielen noch ein paar Trooper aus. Die ein bisschen schießen. Und der grillt alle mit seinen Special Skills. Super. Hast du fein gemacht. Ich sammle mir aber dein HP-Paket auf. Weil ich es kann. Weil ich es kann und weil ich Bock drauf habe. So, ich kann hier irgendwas aussetzen. Oh, mehr Troopers. Okay. Die tauchen dann einfach so random auf. Finde ich gut. Und der versucht die zu grillen, aber ich höre hier ihn gerade sowas von. Keine Chance. Keine Chance. Boom, das Ding ist down, bevor das Match überhaupt begonnen hat. Gut gemacht. Gutes Spiel. Taucht direkt auf. Okay. Das erste PvP-Match haben wir auf jeden Fall auf unsere Seite gezogen. Lief ganz gut. Ich mag das Spielprinzip. Auch wenn es 1:1 Clash Royale ist. Das mit dem Helden ist auf jeden Fall eine super nice Idee. Spielpunkte kriegen wir 3. Was auch immer das bringt. Bronzensatzpaket 1. Du kriegst nach jedem Sieg ein gratis Paket. Guckt euch das an. Ja klar, kriegt man bei Clash Royale auch. Ich brauche mich gar nicht zu wundern. Bin Liga 1. Hört sich gut an. Bei Clash Royale kriegt man die Silbertruhe, ne? Gefällt dir das Spiel? Später. Aktuell bin ich ehrlich gesagt positiv überrascht. So, wir machen noch ein kleines Pack-Opening auf. Das dauert aber noch eine Stunde. So viel dazu. Ich habe kein Level-Up bekommen. Ich habe doch gerade gespielt, oder? Ich habe gerade gespielt und kriege kein Level-Up. Das ist Star Wars Force Arena. Ich bin super positiv überrascht über das Spielprinzip, über die 3D-Grafik und allgemein über das Ganze. Ich hoffe, ihr auch. Ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und ich hoffe, es kommt bei euch auf jeden Fall gut an. Oh, ich kann mir auch den hier spielen. Oh, sieht da... Sieht aus wie ein Nazi im Weltraum. Egal. Ich hoffe, es kommt bei euch echt gut an, weil ich hätte ehrlich gesagt Bock drauf. Zumindest für ein paar Folgen. So 1-2 Stück. Mir gefällt das Spielprinzip mit dem Helden. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Ich weiß, ich spiele in letzter Zeit super viele Spiele, aber ich probiere einfach so rum. Was kommt ganz gut an? Welche kann ich noch spielen? Neben Clash Royale. Und ich hoffe, ihr habt einfach Bock drauf. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wie habe ich schon gesagt. Schreibt mir runter in die Kommentare, ob ihr das auch spielt. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.